Guten Morgen, liebe Leute. Heute Montag, ein Feiertag hier in Bolivien. Wir sind in einer dieser Amazonasstädte, Santa Cruz. Ich demonstriere euch auch Wahrzeichen dieser Stadt. Das ist diese alte koloniale Iglesia. Und das ist der zentrale Platz davor. Wir sind fast in Amazonas. Hier seht ihr laute koloniale Häuser, die wurden im 15. 16. Jahrhundert und danach von Spanier gebaut. Bolivien ist eine dieser Länder, die sowohl alte Gebirge hat, wie im Gegend um La Paz, die über 4000 Meter hoch sind, Andengebirge, als auch Bolivien besitzt Amazonas-Gegenden, wie Provincia Beni. Da fließen viele Flüsse, da ist meiste Zeit voller Regen, voller Wasser. Aber hier in Santa Cruz hat einige Zeit nicht geregnet und die Leute sagen, es ist sehr trocken. Trotzdessen ist es sehr grün. Diese Stadt gefällt mir, ist eine wunderschöne Stadt. Nachdem, dass die Spanier von Bolivien gehen mussten, weil der Simon Bolivar ist der Libertador. Und zwar in 5 Ländern hat er seine Befreiungsaktionen gestartet oder zu Ende gebracht. Simon Bolivar heute ist wegen Venezuela, República Bolivariana de Venezuela bekannt. Aber er ist gleichzeitig Libertador von Kolumbien, Panama. Panama war mit Kolumbien ein Land. Die waren mit Venezuela ein Land, Gran Colombia. Auch Ecuador ist auch eine dieser bolivarianischen Länder, die von Simon Bolivar befreit wurde. Bolivien, deshalb auch Bolivien. Und natürlich Peru, Teile von Norden Peru. Hier haben wir Temperaturen um 32 Grad. Heute ist zum Glück ein bisschen bewölkt, ein bisschen kühler. Es kann sein, dass heute zum ersten Mal regnet. Klar, was sonst? Ich bin hierher gekommen, da muss auch regnen. Und sie haben überall wunderschöne Blumen. Wir haben sehr viele Papageien hier im Park oder in der Umgebung. Die Stadt hat laute diese koloniale Häuser und Palmen davor, welches mir sehr gut gefällt. Also ich glaube, das muss die Konsulat von Argentinien sein, genau, weil das ist die Flagge von Argentinien. Ja, steht auch, argentinische Konsulat ist auch hier. Wunderschöner Blick. Wow, überall, wo man hinschaut. Das ist ein Traum. Ich bin unterwegs zu einem Supermarkt und nebenbei mache ich euch auch ein kleines Video von unserem Recorrido. Disculpa, ¿dónde está el supermercado Hypersonic? Hypermaxi. Sí, Hypermaxi. Tiene que irse de la esquina sí. A la mano izquierda, media cuadra. Gracias, hermano. Ok, wir müssen bis zur nächsten Kreuzung und dann links. Dann sind wir da. Hier, diese Gegend, sind die Geld wechseln, also Kambisten. Natürlich in solchen Gegenden, wo mit Geld hantiert wird, sollte man nicht mit Kamera in der Hand rumlaufen. Aber ich bin halt, ich mache manche Sachen falsch und kaum eine Sache richtig. Casa de Cambio, was hier sehr gut akzeptiert wird und sehr guter Preis dafür bezahlt wird, ist Real von Brasilien. Also ich habe gerechnet, oft wenn ich Real verkaufe, bekomme ich einen guten, besseren Kurs wie bei US-Dollar.